che gioia mi aspetta, la città celeste, quando andrò meraviglie vedrò. Case troppi splendenti, visi tutti felici, ma Gesù più di tutto splenderà. Case splendenti su colline di gloria, gioiose riunioni su strade d'oro, cori di angeli canteranno lode, ma Gesù più di tutto splenderà. Grande fiume che scorre, visi tutti felici, sempre giorno, mai notte sarà. Oro, perle, argento, tutta in nuova armonia, ma Gesù più di tutto splenderà. Case splendenti su colline di gloria, gioiose riunioni su strade d'oro, cori di angeli canteranno lode, ma Gesù più di tutto splenderà. Und ein Strom wird dort fließen, immer glücklich sind alle, immer Tag, niemals Nacht wird dort sein. Gold und Perlen und Silber sind der Schmuck unserer Wohnung, doch vor allem sind wir Jesus Gott ganz nah. Himmlische Heimat auf dem Berge der Ehre, wird Freude sein, wenn wir auf goldene Straße mit Chören von Engel unser Loblieder singen. Doch vor allem sind wir Jesus dort ganz nah. Himmlische Heimat auf dem Berge der Ehre, wird Freude sein, wenn wir auf goldene Straße mit Kirchen von Engeln unser Loblieder singen. Doch vor allem sind wir Jesus dort ganz nah. Amen. Halleluja. Bereitet hat, dann hast du gewonnen. Questo è meraviglioso. Se Amen. Ti ha preparato una città, queste chiare, io ti credo, non è Deutsch. Sono 40 anni in Germania, non sanno ancora il tedesco. Aber ich kann auch nicht Italienisch, obwohl ich so sono. Io non so nemmeno parlare italiano. Alleluia. Alleluia. Amen. Amen. Ok, ich weiß nicht, wie ihr anfängt, aber der Herr wird auf jeden Fall mit euch sein. Buongiorno a tutti. Genau, buongiorno a lei. Okay. Wir sind sehr dankbar und froh, hier bei euch zu sein. Siamo grati di essere qui mezzo a voi. Wir waren ja gestern Abend schon hier. Ieri sera eravamo qui.
und wer nicht hier war, hat was verpasst. Ich denke, non c'era, che non è stato qua. Es geht so ein bisschen in die Richtung eines persönlichen Humors, deswegen ich möchte niemand auf die Füße treten. Aber schön, dass ihr alle da seid. Però non voglio mettere in piedi su nessuno di voi, giustamente, però mi piace che oggi siete qua. Ich bin nicht neugierig. Io non sono curioso. Sì, ma ich möchte gerne wissen, wer ist heute zum ersten Mal da? Also wer war gestern Abend nicht da? Chi è oggi qui per la prima volta? E ieri non era qua. Herzlich willkommen. Siete bello che siete qua. Herzlich willkommen, guten Tag. Servus, Nacho Divas und Buongiorno. Grüß euch miteinander, Buongiorno. Zunächst freue ich mich mal ganz besonders über das Poster hier. Das ist mir gestern Abend schon aufgefallen. Già ieri sera me ne sono accorto, mi fa piacere vedere questo piccoletto messo qui. Weil es zeigt, dass diese Gemeinde eine offene Gemeinde für Open Doors ist. Perché si vede che questa chiesa è una chiesa aperta per il livello di Open Doors. Wunderbar, finde ich gut, klasse. È solo una cosa bellissima. Gut, ja, aber wer bin ich? Und die meisten kennen uns ja oder haben uns kennengelernt, aber für die, die heute zum ersten Mal hier sind, eine Kurzvorstellung. Per coloro che ieri magari non erano qui, che non mi conoscete, vi dico qualche cosa. Pastor Kennedy, Pastor Kennedy, sitzt da vorne links, der wird später zu euch predigen. Er ist tutto lì davanti, adesso predigerà. Er hat ein Team. Er hat pure ein Team. Genau. Dazu gehört neben seiner Frau Otta und neben Alexander, Chico Gerhardt und Elena Klose und meiner Frau auch ich. Davanti a sua moglie e di ganz nome Chico Cagnavari. Otta und Ute Tomato. Ja, wir bereisen die Bundesrepublik Deutschland. Noi siamo in giro per tutta la Germania. Sì, und irgendwann geht's dann auch nach Italien. E qualche volta andremo pure in Italia e in Portogallo. Vengo qui. Se Dio vuole. Dann gehen wir nach Italien. Ok, das ist ein bisschen politisch. Questo sono un po' di cose strane. Aber warum sind wir heute hier? Per quale motivo stiamo oggi qui? Ganz einfach. Quindi molto facile. Gott hat es Pastor Kennedy aufs Herz gelegt, in den 16 deutschen Bundesländern Hoffnungsgottesdienste durchzuführen. In tutti i luoghi della Germania, questi 16 posti di portare la parola di Dio e fare i culti di guarigione. Und zwar pro Bundesland eine Stadt zunächst. Ogni città. Und deswegen sind wir hier, auf freundliche Einladung, für die wir nochmal sehr dankbar sind. E per questo motivo siamo pure molto contenti che siamo qui. Und letztendlich folgen wir dem Missionsbefehl Christi. Quello che diamo conto è di fare la volontà di Dio. Aber da ihr ja schon Christen seid, haben wir andere Schwerpunkte. Ma per questo motivo, voi che siete cristiani, abbiamo altri punti da valutare. Genau, und muss die Brille abziehen, damit ich das sehe. Mi devo tagliare il velocemente gli occhiali, così vedo. Das heißt, in Markus 16, Marco 16, Vers 20, nel verso 20, also der allerletzte Vers im Markus Evangelium, Marco 16, nell'ultimo posto, diciamo, no? Ich kann schon mal auf Deutsch lesen, posso leggere in tedesco, dass du das gewonnen hast. Da heißt es, jene aber zogen aus und predigten überall, während der Herr mitwirkte und das Wort durch die darauf folgenden Zeichen bestätigt. Essi poi se ne andarono a predicare dappertutto, mentre il Signore operava con loro e confermava la parola con i segni e l'accompagnava. Und ein weiterer Vers, der unsere Motivation sozusagen darstellt. È un verso qualamente la mia motivazione, tu, no? Motivazione. Also ist eine Apostelgeschichte. Negli Atti dell'Apostolo. Nee, 4. 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
reden. Grazie. Da heißt es, denn es ist uns unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu sprechen. Poiché quanto noi non possiamo non parlare delle cose che abbiamo visto e udito. Das heißt, wir alle haben Jesus erlebt. Significa che ognuno di noi ha vissuto Gesù. Und sind der Meinung, dass Jesus der gleiche ist heute wie damals und auch in Zukunft. E sappiamo che lui è lo stesso ieri, oggi e pure in futuro. Und deswegen ist auch das, was Jesus getan hat, heute noch genauso möglich. E quello che ha fatto Gesù fa Gesù è sempre possibile oggi. Und auch nötig. E bisognoso. Und deswegen besuchen wir eben Gemeinden und siamo in tutte le parti della chiesa. Führen diese sogenannten Hoffnungsgottesdienste durch. E portiamo questo culto di speranza. Gestern war hier oben ein Bild. Ieri c'era una cosa scritta lì. Da hieß es Heilungsgottesdienst. E c'era scritto culto di guarigione. Irgendwo ist das Gleiche, aber è la stessa cosa, ma aber Hoffnungsgottesdienst klingt etwas schöner für uns. Per noi invece la parola culto di speranza mi piace di più. Das wird sicher auch in der Predigt dann erklärt werden, gleich, was vielleicht das Gleiche, was der Unterschied ist. E magari nella predica sentiremo pure qual è la differenza. Deswegen habe ich auch den Vers aus Markus 16 gelesen. Das ist voll letzte Wurde Markus 16 von der Sette. Denn wenn Gott sich zu seiner guten Nachricht stellt, se il Signore si mette vicino a questa buona novella, a questo messaggio, dann werden Zeichen folgen. Allora i segni li accompagneranno. Und wie gesagt, das haben wir erlebt und das wünschen wir uns auch hier. E questo l'abbiamo vissuto e lo vediamo pure qui nel nostro. Wir denken, dass Heilung drei Bereiche angeht. Perché noi pensiamo che la guarigione ha tre punti. Das eine ist körperliche Heilung. La guarigione nel corpo. Und die anderen beiden Bereiche sind seelische und geistliche Heilung. E poi c'è la guarigione nell'anima e nello spirito. Heilung oder Wiederherstellung. O guarigione o ricomposti di nuovo. Denn das Neue Testament sagt ja auch, wir alle straucheln oft. Perché la Bibbia dice pure che noi molto spesso non ci sbilanciamo. Was du gerade sagst. Aber es kommt darauf an, wieder seine Beziehung zu Christus in Ordnung zu bringen. Ma è come tu porti in ordine la tua relazione con Dio. Und da das Leben der Menschen untereinander nicht immer einfach ist, ma perché il motivo perché le persone non sono sempre uno con le persone, kann es da schon mal zu Spannungen und Problemen kommen. Ci possono venire dei problemi che magari uno si allontana dall'altro. Gerade in Beziehungen und Ehen sind da besonders gefährdet. Eppure magari nei bisogni nel matrimonio magari. Oder Freundschaften. O nelle amicizie. Und da ist es schon wichtig, dass gegenseitig Vergebung ausgesprochen wird, dass keine Verbitterung entsteht, dass wir schlecht. E per questo c'è bisogno molto di perdonare affinché non c'è niente di amaro nel nostro cuore. Dazu werden wir später was hören. E ascolteremo più avanti pure. Vorher aber, wenn ich dann endlich zum Schluss gekommen sein werde, e quando finirò adesso di dire quello che ne penso, werden wir allerdings noch ein Zeugnis hören von Chico. Ascolteremo pure una testimonianza del fratello Chico, dass ich schon mal fertig machen kann. Che si può liberare, diciamo. Aber vorher würde ich auch noch mal gerne beten. Ma prima vorrei pregare il Signore. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass wir hier nach Augsburg eingeladen wurden und heute diesen Gottesdienst gemeinsam feiern dürfen. E che possiamo essere qui ad Augsburg e siamo lieti di fare il tuo culto. Und ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen hier anrührst, zu jedem Einzelnen sprichst. Und dass niemand so nach Hause geht, wie er hierher gekommen ist. Sondern dass du dich mächtig erweist und zu dem stellst, was heute hier predigt und gelehrt wird. Ma che tu ti metti lì davanti, Signore, di colui che predica la parola e che tu possa parlare.
danke dir deine Liebe für uns, für die ganze Welt von morgen bis neu. Und preise dich dafür, dass du am Kreuz von Golgatha ein komplettes Heil und Heilung für uns erwirkt hast. Danke, Jesus. Mi spetta dal momento che avevo 14 anni quando eravamo con gli amicisti che eravamo tutti insieme, magari quando uno fumava, magari era una cosa che piaceva per vedere gli altri. Und normalerweise hat mich das Rauchen gar nicht so interessiert, weil ich war eher so ein sportlicher Typ gewesen. Però a me normalmente non mi interessava, perché io ero un, come tipo di diverso che faceva fare molto sport, quindi non mi interessava me la sigaretta. Aber da gab es eine Person, eine Frau. Ma c'era una persona, una donna, una ragazza. Und ich wollte ihre Aufmerksamkeit, dann habe ich mir so heimlich das Rauchen angewöhnt. E poi piano piano, di nascosto, mi sono abituato a fumare. Und ich wollte natürlich dann zu der Clique gehören und mehr Zeit mit ihr haben. Und wenn ich Zigaretten hatte, konnte ich dann die teilen und wir konnten uns miteinander verständiger auf uns unterhalten. Per questo motivo magari ero più vicino a loro. Magari potevo avere più comunione con loro, quindi ho iniziato a fumare per avere più attenzione verso questa ragazza. Und ehe ich mich gesehen habe, dachte ich, ich hatte die Kontrolle über die Zigarette. Poi prima che mi sono accorto, già avevo il controllo sopra questa sigaretta. Und dabei war genau das Gegenteil eingetreten, die Zigaretten, der Nikotin hatte die Macht über mich. Also über meinen Körper, über mein Verlangen übernommen. Ich habe ihn kontrolliert, poi la sigaretta, la nicotina, io dipendevo da questo. Ja, und so habe ich das dann jeden Tag immer mehr erduldet und wollte nach so einer gewissen Zeit, wollte ich damit aufhören und es ging. E dopo un periodo volevo essere liberato perché non volevo fumare più, però non era facile, quindi ancora avevo questo problema. Ich habe am Tag immer so anderthalb, zwei Schachteln Zigaretten geraucht. Fumavo un pacchetto e mezzo, due circa al giorno. Und wenn ich getrunken habe, so von Donnerstag bis Samstag, habe ich 4-5 Schachteln jeden Abend geraucht. E dal giovedì al sabato, perché magari si beveva, si faceva di più, addirittura 4-5 pacchetti ne fumavo. Und mit der Zeit habe ich so mich so vor dem Nikotin geekelt, aber die Sucht war größer, dass ich nicht aufhören konnte. Però c'era questa dipendenza, io volevo magari smettere, ma non ce la facevo perché ero troppo forte. Und dann hatte ich mal einen Versuch gestartet, aufzuhören. Ho cercato di smetterla. Und ich war bei so einer Firma am Arbeiten, musste morgens bis 5 Uhr LKW beladen und dann nach Mainz-Wiesbaden fahren. E poi dovevo andare a Wiesbaden con il camion pieno. Und da war so eine Baustelle und die Bauarbeiter haben mir den Weg versperrt und ich musste 20 Minuten den Umweg fahren, um wieder an die Stelle hinzukommen. Poi c'era un all'incontrare affinché potevo arrivare di nuovo al punto dove volevo arrivare. Und ich bin auf einmal so aggressiv geworden, ich habe mich so geärgert. Poi tutto un tratto sono diventato così aggressivo perché mi sono arrabbiato. Als wir dann ankamen an die Hausnummer. Poi quando sono arrivato al numero della casa, dove dovevo dare la roba, hat mein Beifahrer, es ging hin, hat den LKW geöffnet, die Ladefläche. Poi c'era uno che stava con me che ha aperto. Und mich hat das gar nicht interessiert, weil ich wollte nur noch eins, ich war so aggressiv, weil ich da Nikotin hatte. Ed ero talmente aggressivo, quindi non mi interessava niente, che non ho fatto addirittura niente, perché volevo solo questa nicotina. Ich wollte nur noch gehen an der Kragen, weil ich 20 Minuten jetzt länger gebraucht habe, für dahin zu kommen, wo ich ausliefern. Questo motivo era talmente arrabbiato per questi 20 Minuti che ho dovuto intervare. Genauso war dann mein ganzer Tag gewesen, die Tage, wo ich es versucht habe, 30 Tage, ich war so aggressiv, jeder, der mich angesehen hat oder irgendwie mich leicht provoziert hatte, bin ich volle Kanne drauf angesprungen und ich wollte nur noch eins, ich wollte meine Aggression loswerden. E per colui che magari veniva verso di me, magari diceva delle cose, io ero talmente aggressivo che ogni piccolezza magari mi sfogavo con quella persona, perché volevo quella nicotina. Gut, da dachte ich, so schade ich meine Umwelt, den Menschen, meinen Umkreis, wo mir gar nichts getan haben, durch meine Nikotinsucht. Quindi non ho potuto fare niente con coloro che stavano vicino a me.
Dann habe ich wieder zu der Zigarette gegriffen, habe wieder geraucht und war wieder ruhiger. Und das ging dann so jahrelang. Ich habe dann nachts, bin ich nachts wach geworden, habe ich geraucht, morgens früh, mittags keiner. Meine Kinder rauchen auch noch, die Großen, ich hoffe, die hören auf im Namen Jesus. Aber die wussten, man muss mir eine Zigarette morgens drinnen lassen oder es gibt krank. Quindi ero talmente così preso di queste nicotine che addirittura la mattina o la notte mi alzavo per fumare, nemmeno i miei figli mi potevano dire niente perché sapevano quanto tanto dovevo fumare e nessuno doveva dire niente. Ja, dann bin ich bei uns, mein Opa hat eine Fußballmannschaft gegründet, die nennt sich die SV Rheinland-Pfalz in Koblenz. E c'è addirittura pure un mio nonno che ha fatto un club di pallone dove gioco. Und wir hatten so ein Abstiegsproblem. Abbiamo avuto un problema che dove magari scendevamo di posizione. Und ich bin dann der Trainer geworden da. Sono diventato pure allenatore lì. Aber natürlich bin ich ehrgeizig und wollte die Klasse erhalten. E io sono come carattere sono molto positivo, diciamo, volevo tenere ferma questa classe. Und ich wollte aber auch zugleich wieder mal aufhören zu rauchen, weil ich wollte ja gesundheitlich was für meinen Körper machen und das hieß Nikotin weg. E io quindi volevo smettere perché volevo tenermi di nuovo in forma e essere di nuovo fare molto sport. Ja, wir waren am Verlieren, ich war schon verärgert, kein Nikotin, also auch mit den eigenen Fußballkameraden war ich schon wütend und habe die angemeckert. E addirittura mi arrabbiavo pure perché stavamo perdendo pure con i ragazzi. Und da war ein Fußballspieler in der gegnerischen Mannschaft, der war total aggressiv gewesen. Und ich habe schon gedacht, warum stellt denn niemand ruhig mal, dass der mal einen Bodycheck kriegt oder sowas, dass der mal Ruhe gibt. So gut, die haben ihn nachher ausgewechselt, weil der war zu aggressiv gewesen. Und ich war dankbar, dass ich nicht Fußball gespielt habe. Aber wie es dann mal so ist, ist er mir über den Weg gelaufen und hat mit mir Streit angefangen. Ich habe gesagt, er soll lieber gehen, wäre besser, ich muss mal in Ruhe haben. E ha detto sempre, meglio che te ne vai perché voglio avere tanto. Er hat nicht gehört. Lui non ha ascoltato. Ich habe Glück gehabt, er hat Pech gehabt. Io ho avuto fortuna, lui ha avuto fortuna. Und dann habe ich dann, weil das hat mir richtig leid getan. Poi mi ha fatto male quello che ho fatto. Habe ich also wieder geraucht. Ho iniziato a fumare. Und dann kam Pastor Kennedy zu mir nach Hause. Und hat mir gesagt, was Gott ihm auf dem Herzen gelegen hat. Und ob ich mitfahren möchte und dem Herrn dienen. Ich habe mich gefreut, gebraucht zu werden. Ich sagte ganz schnell ja. Und dann sagt Pastor Kennedy, dann darf ich natürlich auch nicht nikotinabhängig sein. Ich habe natürlich ganz schnell gesagt, kein Problem, kriege ich in den Griff. Weil es war ja erst im Januar, dass wir losstarten sollten. Und ich dachte ganz einfach, wenn ich es nicht schaffe, dann sage ich, ich habe es nicht geschafft. Aber ich versuche es einfach mal, ich habe gar nicht dran geglaubt. Io nemmeno ci credevo, ma ho pensato, dai, magari ci provo. Ja, jetzt kam die Zeit näher, es war November. Poi il tempo si avvicinava, era già novembre. Ich wollte im Dezember erst ursprünglich aufhören. A dicembre io volevo smetterla. Habe zuvor, bevor das war, habe ich mir Nikotinpflaster geholt und auch Nikotinspray, hat nichts geholfen. E mi sono preso tutte queste cose che dovrebbero aiutare a finirla di a smettere di fumare. Doch, zwei Stunden hat es geholfen. Due ore ce l'ho fatta, non so male. Und dann war der November und ich sagte, 14 Uhr war das, sagte ich, ich höre jetzt auf zu rauchen. Ich habe es geschafft bis 22.30 Uhr. Habe ich mir eine Zigarette angezündet. Habe auch ein schlechtes Gefühl dabei gehabt. Nur die Sucht, die musste halt irgendwie befriedigt werden und dann dachte ich mir, ich gehe das langsam an. Ja, und dann Dienstagmorgen stehe ich auf.
La mattina dopo mi sono alzato. Und mein Frau provoziert mich die ganze Zeit. Dann habe ich zu meinem Sohn gesagt, er soll mir zwei Zigaretten geben. Habe den ganz kleinen geholt und bin in die Stadt gefahren. Habe die Zigarette geraucht, hier eine. Hat richtig gut getan, ich war wieder beruhigt gewesen. Aber meine Frau war ja schuld, dass ich auf Zigarette gegriffen habe, dass ich nicht aufhören konnte so schnell. Ne? Dann habe ich so nach so einer Stunde, anderthalb, mir die zweite Zigarette angezündet. Und ich habe ein total schlechtes Gefühl bekommen. Und habe mich dann zu Jesus gewandt. Und da ist dann der Jesus. Ich schaffe das nicht. Ich kann das nur schaffen, wenn du mir hilfst. Io ce la posso fare solo se tu mi aiuti. Ich habe nicht die Kraft dazu. Non ce la posso. Und wenn du möchtest, dass ich dich diene, musst du mir helfen. Se tu vuoi che io ti servo, allora aiuti. Ich rauche natürlich die Zigarette weiter. Io naturalmente fumavo, continuavo a fumare. Und auf einmal fing es an, mir richtig schlecht zu gehen. Mi sono sentito molto male. Obwohl ich am Rauchen war. Mentre che fumavo. Und ich dachte dann, ich habe den Kleine geholt. Ich bin schnell nach Hause gefahren, weil ich dachte, wenn mir hier, wenn ich jetzt hier umfalle oder irgendwas, nicht, dass der Kleine hier alleine ist. Ich bin nach Hause gekommen, bin sofort auf die Couch, habe mich hingelegt. Und es hat mir alles weh getan, was ein Mensch weh tun kann. Mi ha fatto male, c'era un male dentro di me che come che nessun altro l'avrebbe sentito. Febbre, sentivo freddo per tutto il corpo. Due giorni e due notti. E poi Dio mi ha liberato. Ora sono già sei mesi. Ich habe nicht eine einzige Zigarette mehr geraucht. Ich bin nicht aggressiv, weil ich Gott die Ehre gegeben habe und es für Gott gemacht habe, für Jesus, weil es nicht mehr zu mir passte. Es passte nicht mehr zu meinem Leben als Christ. Und ich habe mir die Frage gestellt, ich wollte 28 Jahre lang aufhören zu rauchen. Wieso ich das diesmal geschafft habe. Und dann kam mir, ich wollte vorher gar nicht aufhören zu rauchen. Das hat mir vorher gefallen. Ich habe nur für mich selber gesagt, ich möchte das nicht. Die Sucht war viel zu stark, viel zu groß. Ich wollte das gar nicht. Ich habe auch vorher gebetet und es ist nicht geholfen worden. Ich habe selber gar nicht mehr daran geglaubt, dass man mir helfen kann. Ich wusste, Jesus kam in die Welt, für unsere Sünde gestorben, von dem Tod zum Leben erweckt worden, aber mir konnte er nicht helfen. E io mi sono pensato così, il Signore è venuto in questo mondo, ci ha liberato dai peccati, è morto per noi in croce, ma su questo punto non mi vorrei aiutare. Und als ich es ehrlich gemeint habe und ganz ehrlich zu unserem Herrn Jesus gesagt habe, bitte, ich schaffe es nicht, ich brauche dich dazu. Und meine Herzenshaltung war ehrlich gewesen. E quando con il mio cuore lo dicevo seriamente, dicevo, Signore, senza di te non ce la posso fare, quindi aiutami tu soltanto. Und da hat er mir geholfen. Also Jesus kennt alle Belangen, alle Ängste, alle Krankheiten, alles von uns. Wir müssen nur zu ihm kommen und es ehrlich machen. Und ich danke Jesus Christus, heute Abend hier zu sein und dass ich dieses Zeugnis geben durfte. Und für mich zählt nur noch eins in meinem Leben. Und für mich zählt nur noch eins in meinem Leben.
dem Mensch zu gefallen, sondern nur unserem Herrn Jesus Christus und ihm die Ehre zu geben. Alle persone, ma piacere solo al Signore. Mittag, man wird ein bisschen müde, oder? Ein bisschen fit. Und mit einer Übersetzung dauert das ja doppelt so lange. Magari con la traduzione ci vuole un po' di più tempo. Aber unser Herr ist heute hier. Ma il Signore oggi è qui. Wie Pastor Oskar gesagt hat, manche liegen jetzt auf dem Strand. Magari ci sono alcuni che sono oder liegen beim Wasser oder unter den Schatten. Magari sono nell'acqua, si stanno divertendo. Aber wir sind hier. Ma noi siamo qui. Und wer meinte, hat die bessere Entscheidung getroffen? E chi pensate che ha trovato la cosa giusta? Amen. Ich bin mir ziemlich sicher. Io sono sicuro. Aber hier unser Bruder in Blau möchte noch ein kurzes Zeugnis geben von gestern. Però il fratello vuole dare velocemente la testimonianza. Ja, vielen Dank. Und das muss unbedingt sein, weil wenn Gott einfach was tut, dann soll man ihm auch die Ehre geben dafür. Ich bin also gestern mit großen Rückenschmerzen hier wirklich gestanden. Klar, man steht an der Kamera und konzentriert sich dann auf seinen Monitor und so. Und das ist vielleicht ein bisschen der Auslöser gewesen natürlich, aber trotzdem, ja. Mein Rücken ist einfach ein schlechter Skoliose-Rücken, ja, da ist eine Verkrümmung drin und das hat mir vor 30 Jahren der Orthopäde schon gesagt. Und deswegen kriege ich einfach oft schon Rückenschmerzen. Aber gestern war es richtig, richtig, richtig übel. Und auch meine Mutter hat bald eine OP und so weiter. Ich will es nicht lang ausdehnen, jetzt finde ich halt kurz. Entscheidend ist einfach gewesen, es war richtig sehr, sehr übel und schmerzhaft. Die haben wieder anlehnen müssen an der Wand. Und also eigentlich selten so schlimm. Selten so schlimm. Eigentlich, weil ich trainiere ja auch immer im Fitness und meine Sachen. Aber da habe ich irgendwie gedacht, es ist langsam am Ende. Ja. Du trainierst zwar schon, aber trotzdem kriegst du es nicht weg. Du brauchst Gottes Hilfe. Deswegen war ich so froh, dass du dann auch noch auf mich zukommen bist, ja, und auch noch für mich dann gebetet hast. Und da hat er gesagt, setz dich mal auf den Stuhl hin, streck mal deine Füße aus und dann schau mal, ob die ungefähr gleich lang sind. Da ist mir zum ersten Mal klar geworden, dass da ein ganz netter Unterschied ist zwischen dem linken und rechten Fuß. Gell? Und das sind dann einfach Sachen, die kannst du nicht wegdiskutieren. So, es war jetzt nicht so, dass praktisch vor unseren Augen dieser Fuß in die Länge gegangen wäre. Und du hast auch gleich gesagt, sei ehrlich, schau, was ist. Das große Wunder passiert schön, aber wenn es nicht passiert, glaub weiter so. Ja? Und ich habe einfach das so genossen, dass du einfach auch so auf mich zugekommen bist, ganz persönlich dir ein bisschen Zeit genommen hast. Und da war wirklich auch dieser Faktor, eine Entspannung drin. Und irgendwie bin ich schon entspannter gewesen. Ist zwar jetzt nicht das sichtbare Wunder passiert, dass sich da irgendwie was verlängern würde, was ich ja auch gehört habe, was manche wirklich erleben können. Aber es war schon mal der Faktor und ist heute völlig anders. Also ich bin wirklich hier relaxed. Da ist keine Verspannung mehr. Und das ist so deutlich. Also da gibt es nichts zu diskutieren. Das nimmt mir keiner mehr. Auch wenn vielleicht so in der Nacht dann die Stiche manchmal da sind. Das war heute Nacht schon der Fall. Aber trotz allem, ja, die paar Symptome, die dürfen wir schon noch aushalten. Wir dürfen nicht mehr meinen, alles ist flöten gegangen. Gott ist schon am Werk. Amen. Dankeschön. Vielleicht ist noch jemand da, der ein kurzes Zeugnis geben möchte von gestern Abend. Gibt es da noch jemanden, der was erlebt hat? Ich sage nur, das Signore l'ha guarito. Also ich übersetze. Ich komme auf den Punkt. Halleluja. Okay. Ja, ich freue mich natürlich auch, dass ich heute Nachmittag hier bei euch bin. Und heute Morgen stand ich schon früh auf und bin spazieren gegangen und habe gebetet. Und dann hat mir Gott was anderes auf dem Herzen gelegt. E mentre che io ci sono alzato presto, me ne sono andato a fare una passeggiata fuori, ho pregato e mi è rimasto qualcosa nel mio cuore. Mette das gerne mit euch teilen. E questo ve lo voglio dare insieme a voi. War es bestimmt wichtig.
ist molto importante. Ich denke, dass wir heute Nachmittag Gott wieder erleben dürfen. Penso che noi al Signore oggi lo possiamo vivere di nuovo. Und dass wir in die Atmosphäre des Heiligen Geistes kommen. Possiamo arrivare a venire sull'atmosfera dello Spirito Santo. Die Bibel beschreibt, dass wir Menschen ungefähr 6.000 oder knapp 7.000 Jahre alt sind. Ed, molti dicono che noi come persone siamo magari quasi 6.000 anni. Und der Mensch oder die Menschheit wiederholt sich ständig. E l'umano continua sempre a rinnovarsi. Auch bei uns Christen. Pure noi Christiani. Ich möchte eine Geschichte mit euch teilen. Oggi vi voglio dire una storia da raccontare. Wir wahrscheinlich alle kennen. Che magari voi tutti riconoscete. Wir wissen, dass das Volk Gottes 430 Jahre ungefähr in Ägypten versklavt worden sind. Perché voi sapete che all'incirca 430 anni il popolo di Israele era schiavitù. Sie wurden versklavt, sie wurden ganz schlecht behandelt. Sono stati trattati male. Und Gott hat dann ihr Schreien gehört. E poi il Signore ha ascoltato il loro grido. Und Gott sandte einen Mann, Moses. E poi ha mandato il Signore un uomo, Mosè. Der ein Bote Gottes war. Der un messaggero di Dio. Und wir wissen die mächtigen Zeichen, die dort passiert sind. E poi noi sappiamo quelle prodigi e miracoli che sono accaduti. Es waren 10 unwahrscheinlich große Wunder. Erano 10 miracoli incredibili, grandi. Die das Volk hautnah erlebt haben. Che il popolo ha dovuto constatare e vedere. Und nach dem 10. Wunder. E dopo magari il 10° miracolo che è accaduto. War der Pharao endlich so weit. Poi c'era il faraone che era così. Dass er gesagt hat, ihr könnt ziehen. Adesso potete andare. Und jetzt kommt das Volk vor das Meer. E poi adesso viene il popolo dal mare. Und da passierte was. E poi è accaduto qualche cosa. Wer eine Bibel hat, die schlag bitte auf. Chi ha una Bibbia può. 2. Mose 14. Nel secondo Mosè. Wer keine Bibel hat, der sitzt sich bitte neben einen Christen. Zweite Mose 14, Vers 5 bis 7. Als nun der König von Ägypten berichtet worden ist, dass das Volk geflohen sei, wandte das Herz des Pharao und seinen Hofbeamten gegen das Volk. Und sie sagten, was haben wir da getan, dass wir Israel aus unserem Dienst haben ziehen lassen? So ließ er den Streitwagen anspannen und nahm sein Kriegsvolk mit sich. Er nahm 600 auserlegene Streitwagen und alle übrigen Streitwagen Ägyptens und Wagenkämpfer auf ihnen, ja auf den Wagen drauf und mit ihnen. Also von 5 bis 7. Fu quindi riferito al re d'Egitto che il popolo era fuggito e il cuore del faraone e dei suoi servi mutò nei confronti del popolo e disse: che abbiamo fatto a lasciare andare Israele dal nostro servizio? Così il faraone fece preparare il suo carro e prese con sé il suo popolo. Prese anche 600 carri, scelti tutti i carri d'Egitto, con dei guerrieri su ognuno di essi. Hier finden wir schon eine Parallele. Qui c'è già una parallela. Zwischen das Volk Ägypten, tra il popolo d'Egitto und zwischen uns. E tra noi. Wenn wir per noi, unser Leben Jesus geben, diamo la nostra vita a Gesù, und frei werden von der alten Gefangenschaft, e siamo liberi dal nostro, dalla nostra impresa di prima, dann wird der Teufel mit seinen Dämonen sagen, allora il diavolo dirà con i suoi demoni, genauso wie der Pharao, come, direttamente come il Pharao, was haben wir getan? Che cosa abbiamo fatto? Warum haben wir sie ziehen lassen? Perché li abbiamo fatti passare? Und so sagt der Teufel auch auf uns, e il diavolo dice pure a noi. Wenn wir bekehrt sind, se noi siamo convertiti, wenn wir geboren sind, siamo stati nati di nuovo, Weg mit Gott gehen wollen, e andiamo la vita con il Signore. Dann sagt der Teufel, was haben wir getan zu seinen Dämonen? Allora ha detto, magari il diavolo dirà, ma che cosa abbiamo fatto con Und er nimmt seine besten Streitwagen.
e prenderà magari tutti i carri e vincerà i besten Kämpfer, tutti i prescelti und jagti nach, allora ti andrà contro di te. So war es hier mit dem Volk in Ägypten. Così era con il popolo in Egitto. Jetzt standen sie vor das Meer. Allora erano lì davanti al mare. Sie drehten sich um. Si sono girati. Zur damaligen Zeit war es die stärkste Macht auf dieser Erde. Prima addirittura era la potestà più forte. Sie kamen immer näher mit ihren Streitwagen. Sono andati sempre più vicini. Und die Israeliten dachten, e Israeliten si pensavano, jetzt ist es vorbei. Adesso siamo finiti. Und da passierte der große Wunder. Allora è accaduto il miracolo più grande. Mose nahm seinen Stab. Allora il Mosè prese la versione, verso il mare. Das Meer teilte sich. E il mare si aprò. Und das Meer ging durch. E loro sono passati. Die größte Macht, die es zur damaligen Zeit gab. La potenza più forte che allora già c'era. Sempre si è vergleichen mit America. Lo possiamo già vogliare magari oggi con l'America o magari con la Russia. Die größte Macht konnte das Volk Gottes nicht das Haar nehmen. Allora il popolo più grande non poteva fare nulla. No, niente. Weil Gott mit ihnen war. Era con loro. Aber passt auf, was passiert. Allora guardiamo esattamente che cosa è accaduto. In 2. Mose 15, vers 22 bis 24. 22-24. Und Mose ließ Israel von dem Schilfmeer aufbrechen und sie zogen hinaus in der Wüste Schur und wandelten 3 Tage in der Wüste und fanden kein Wasser. Da kamen sie an Mara, aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war bitter. Darum gab man dem Ort den Namen Mara. Und das Volk murrte gegen Mose: Was sollen wir trinken? Poi Mosè fece partire gli Israeliti dal Mar Rosso ed essi si diressero verso il deserto di Shur. Camminarono 3 giorni nel deserto e non trovarono acqua. Quando giunsero a Mara, non poterono bere le acque di Mara perché erano amare. Perciò quel luogo fu chiamato Mara. Allora il popolo mormorò contro Mosè dicendo: Che berremo? 3 Tage nur danach. Allora soltanto 3 giorni dopo. Nach dieser Entscheidung mit Gott. Dopo la decisione con Dio. 3 Tage nach diesen großen Wundern. Dopo 3 giorni di questo miracolo che è accaduto. Kommen sie an einen Ort. Arrivarono in un posto. Das man Mara nennt. Che si chiama Mara. Was übersetzt heißt Bitterkeit. Che significa amarezza. Und sie fingen an zu murren. Allora iniziarono a mormorare. Und sie suchten sofort einen Schuldigen. Allora cercavano uno che era colpevole. Wo hast du uns hingebracht, Mose? Dov'è che ci hai portato, Mose? Auf einmal war es vergessen, was Gott getan hat. Allora tutto un tratto si sono dimenticati di quello che ha fatto Dio. Wie schnell ist Gott klein geworden? Come velocemente Dio è divenuto piccolo. Nur weil sie einen Ort gekommen sind, solo perché sono arrivati in un posto, in un luogo, der bitter war. Che era amaro. Sie haben das Wasser noch nicht mal getrunken. Non hanno nemmeno bevuto quell'acqua. Sie haben es nur angeschaut. L'hanno soltanto guardata. Und weil sie das Bittere angesehen haben, e perché hanno visto quell'amarezza, wurden sie selber bitter. Sono divenuti pure loro molto amari. Und ich presse es jetzt auf uns ab. Allora questo lo prendo e lo metto al posto di oggi noi. Was macht uns bitter? Che cos'è che noi ci fa amare? Obwohl uns Gott so befreit hat. Pure che il Signore a noi ci ha talmente liberati. Obwohl uns Gott von das alte, geknechtete Leben herausgezogen hat. Pure che il Signore da quella vita disperata, legata, ci ha liberati. Was macht uns bitter? Che cos'è che noi ci rende amare? Auf was blickst du mit deinen Augen? Cos'è che tu guardi con il tuo occhio? Wisst ihr, was uns schon bitter machen kann? Sapete quello che ci può fare amare a noi, eh? Eine Jahresabrechnung von Strom. Magari quando arriva la bolletta di tutto l'anno. Du kriegst deine Rechnung. Tu ricevi la tua lettera.
da steht 1000 oder 2000 Euro Nachzahlung. C'è scritto 1000-2000 da pagare magari. Und schon wirst du bitter. E già diventi amaro. Oder? Vero è. Oder, ich habe mir ein paar Notizen gemacht, was uns noch bitter machen kann. Mi sono fatto delle notizie di cosa ci può rendere amari. Vielleicht sagt eine Frau, warum kann mein Mann nicht so sein wie für meine Freundin der Mann? Perché non può essere magari mia moglie così come l'amico mio che è sua moglie? Der verwöhnt seine Frau so sehr. Perché quella magari la è così. Er bringt ihr Blumen mit. Ci porta dei fiori. Und mein Mann sieht an mir gar nichts. E mio marito non vede niente in me. Schon kann Bitterkeit entstehen. Già ci può essere dell'amarezza. Umgekehrt genauso. Che in contrario è lo stesso. Wenn ein Mann denkt, se il marito, l'uomo pensa, für meine Frau, für meinen Freund diese Frau, dell'amico di mio, di questa ragazza, guck mal, wie die kochen kann. Guarda come sa cucinare. Guck mal, wie die ihren Mann verwöhnen kann. Guarda come può portare bene la sua marito. Meine Frau, sie gibt nicht viel für mich. Invece mia moglie non dà parte per me. Das kann uns bitter machen. Questo a me ci può rendere amari. Oder du siehst dich in Spiegel. O se no tu ti guardi nello specchio. Und du findest deine Nase ist zu groß. E magari tu pensi il tuo naso è troppo grande. Und deine Bekannte ist so hübsch. Invece la tua amica magari è così bella. Und du kannst sagen, warum bin ich nicht so? E magari tu pensi, perché non posso essere così? Und du wirst bitter. E tu diventi amaro. Allein das Ansehen. Soltanto il guardare kann unser Herzen bitter machen. Può rendere i nostri cuori amari. Dann gibt es tiefere Sachen. Poi ci sono pensieri profondi. Du suchst schon lange einen Ehepartner. Tu cerchi da molto tempo un marito, una moglie. Und findest keinen. E non lo trovi nessuno. Und du fühlst dich ziemlich einsam. E ti senti magari molto solo. Das kann dich sehr bitter machen. Questo ti può rendere molto amaro. Neid. Magari orgoglio, Eifersucht, gelosia, das kann dich bitter machen. Questo ti può rendere amaro. Und es gibt Menschen, die sind bitter an sich selbst. Ci sono persone che sono amari con se stessi. Vor kurzem besuchte ich eine krebskranke Frau. Poco tempo fa sono andato di una persona che era molto malata. Ich und meine Frau gingen bei ihr in die Wohnung. Sono andato con mia moglie lì. Wir machten die Tür auf. Abbiamo aperto la porta. Sie saß an ihrer Heizung am Boden. Si era messa seduta vicino lì dove c'era il caldo. Sie war wie ein Tier. Era come un animale. Sie war so eingezogen, zusammengezogen. Era così tirata. Wie ein Tier. Come un animale. Und wir fragten, was ist los? E abbiamo detto, cosa c'è? Und sie war verbittert, weil sie so böse auf ihren Kindern früher war. Perché era talmente amara in sé con se stessa, perché era stata con i suoi figli non sie war bitter gegen sich selbst. Con se stessa era amara. Und sie konnte sich selbst nicht vergeben. E non si poteva addirittura perdonare. Bitterkeit. L'amarezza kann dich in eine Opferrolle bringen, ti può portare in uno ostacolo, und du bist wie in ein Käfig, e tu sei come in una gabbia. Nun, was sind die Ursachen von Bitterkeit? Quali sono le cose che ti porteranno con questa amarezza avanti? Die Hauptursachen. Il problema è, es fängt an mit Unzufriedenheit. Inizia quando tu non sei con te stesso, magari non sei contento di quello che hai. Damit fängt es an. Così inizia. Wenn man unzufrieden ist. Quando non sei contento. Wenn man enttäuscht wird von Menschen. Quando sei deluso, viene deluso di persone. Wenn man Minderwertigkeitskomplexe hat. Quando c'è problemi di... C'è problemi con te stesso. Wenn man als Kind traumatisiert worden ist. Quando magari da bambino sei stato traumatizzato. All das. Tutto ciò kann in uns große Bitterkeit ausführen. Tutto questo ci può portare addirittura a vera amarezza. Und wenn wir bitter sind, e se noi siamo amari, was macht das mit uns? Che cosa succede? Accade con noi? Das erste, was kaputt geht, la cosa che prima di tutto si rende rotto, sind unsere Beziehungen. Si rompono le nostre relazioni.
weil ein bitterer Mensch, perché una persona che è amara con se stessa, kaum zu ertragen, non si può sopportare. Weil ein bitterer Mensch ständig negativ ist. Perché questa persona pensa sempre negativo, è negativa. Bitterkeit bringt uns in eine tiefe Depression. Una, l'amarezza ci porta in un punto di depressione. Und macht uns selig und geistlich krank und leiblich. Addirittura ci rende, ci porta del, siamo con noi stessi nell'anima, nel corpo, diciamo, non siamo guariti. Ich weiß, von was ich rede. Io so di che cosa parlo. Meine Eltern, wir sind 10 Geschwister. Siamo 10 fratelli e sorelle. Und meine Familie und eine andere Familie, die von uns verwandt sind, una mia famiglia, un'altra famiglia che ci conosciamo, die hatten keine Kinder. Non avevano figli. Und mein Vater und meine Mutter, mia madre e mio padre, verschenkten mich als Baby. Mi hanno regalato come bimbo. Mi hanno dato. Ich war ungefähr 10 Tage alt. Ero 10 giorni. Da habe ich meinen Eltern verschenkt. E i miei genitori mi hanno regalato. Und ich leidete darunter. E io ero come se leidete darunter fast 50 Jahre. Quasi 50 anni ho avuto questa sofferenza con me. Ich konnte keine Geschenke annehmen. Perché non potevo prendere dei regali. Weil ich mich nicht wertvoll empfunden habe. Perché non mi sono sentito apprezzato. Wenn mir jemand was geschenkt hat, quando qualcuno mi regalava qualche cosa, fühlte ich mich schuldig. Io mi sentivo colpevole. Meine Pflegeeltern, i miei genitori, die waren sehr gut zu mir. Sono stati molto buoni verso di me. Aber meine Pflegeeltern starben innerhalb in einem Jahr. Ma sono morti all'incirca dopo un anno. Meine Pflegemutter, die hatte Krebs. Perché mia madre non naturale aveva il cancro. Und mein Vater hat sie nach München zu einer Privatuni gebracht, oder eine Privatuniversität, zu einem Privatklinik, richtig? L'ha portato, diciamo, in una clinica. Und das hat so viel Geld gekostet, dass wir bankrott gegangen sind. È costato talmente così tanti soldi che siamo andati a bankrott. Und dann starb meine Mutter und nach einem Jahr starb mein Pflegevater und ich stand mit 17 Jahren ohne was in dieser Welt. E poi sono stato, avevo 17 anni perché dopo sono morti i miei genitori, quindi ero solo, non avevo nulla. Und bei uns Zigeunern ist es so, dass die Eltern, wenn sie was haben, ihren Söhnen oft große Autos kaufen. E noi, io che sono zingaro, magari di noi si usa che quando noi facciamo magari un compleanno si regalano una macchina buona. Und ich war so 18, 19 Jahre alt. Avevo 18, 19 anni. Und meine Cousins. E i miei cugini. Die haben Mercedes SL gefahren. Avevano la Mercedes L grande. Und ich hatte noch nicht mal eine Mofa. E io non avevo nemmeno un motorino. Das hat mich innerlich bitter gemacht. E dentro di me mi ha reso tutto ciò amaro. Dann habe ich geheiratet. Dopo mi sono sposato. Und wie gesagt, ich hatte keine Familie. Come ho detto, non avevo una famiglia. Und meine Frau hatte eine große Familie. E mia moglie aveva una grande famiglia. Und sie liebte ihre Familie über alles. E amava la sua famiglia sopra ogni cosa. Und ich fing an, meine Frau zu hassen. E io ho incominciato a odiare mia moglie. Weil sie so in ihre Familie verliebt war. Perché lei era talmente innamorata della sua famiglia. Unsere Ehe war der reinste Horror. Il nostro matrimonio era un orrore. Ich hatte mit meiner Frau manchmal 3 Monate nicht gesprochen. Io addirittura certe volte 3 mesi interi non parlavo con mia moglie. Bitter vitale. Era addirittura amaro. Dann sind wir Christen geworden. Dopo siamo divenuti cristiani. Und Gott hat uns, oder vielmehr mich, davon befreit. Allora forse era meglio liberato. Und so fingen wir an, andere Menschen zu dienen. E così abbiamo iniziato a servire altre persone. Und wir kamen an einen Ort, das war bei Berlin.
E siamo arrivati in un punto a Berlino. Und wir haben da eine Gebetszeit gehabt mit vielen anderen Menschen, so, wo wir nicht gekannt haben. Und da kam eine Frau mit einem Rollstuhl rein. Eine ältere Frau, so 65 Jahre rum. Wir beteten mit ihr und wir sprachen mit ihr. Und sie war so schlimm gegen ihren Mann. Ed era così brutta verso suo marito, wenn sie über ihren Mann gesprochen hat, quando parlava di suo marito, veniva dalla sua bocca derivava odio. Und wir haben mit ihr gesprochen. Noi abbiamo parlato con lei. Wir haben mit ihr gebetet. Abbiamo pregato. Und dann haben wir gefragt. E poi abbiamo domandato. Kannst du deinen Mann vergeben? Puoi tuo marito perdonare? Ha incominciato come un uccello che incominciava a gridava. Ja. Der Heilige Geist kam über ihr. Lo Spirito Santo è venuto sopra di lei. Und sie stand auf. E poi si è alzata. Und sie è incominciato a camminare. 20 Jahre war sie gebunden durch Bitterkeit auf dem Rollstuhl. Era da 20 anni che era malata, era messa in questa sedia a rotelle con tanta amarezza nel cuore. In eine nu, in un nulla, als sie vergeben konnte, quando è cominciata a perdonare, wurde sie frei. È stata liberata. Die größte Streitmacht, quando uno si Vitica, konnte den Christen nicht den Haar krümmen. La cosa più grande dei cristiani, aber Bitterkeit. Ma invece l'amarezza bringt den Christen in eine Position, porta il cristiano in una posizione, wo er depressiv werden kann, dove diventa depressivo, wo er krank werden kann, può diventare malato, wo er sein Umfeld zerstören kann, dove può distruggere il suo posto dov'è. All das, tutto ciò. Richtet Bitterkeit an. Porta amarezza. Wir machen jetzt einen Sprung im Neuen Testament. Andiamo nel Nuovo Testamento. Epheser 4. Epheser 4. Ich gebe ein bisschen Gas. Io do un pochettino di gas. Ich will euch nicht hier so lange aufhalten. Non voglio tenervi molto tempo. Epheser 4. Vers 30 bis 31. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid auf dem Tag der Erlösung. Das müssen wir verstehen. Jetzt fängt der Katalog an. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei sei von euch weggetan, samt alle Bosheit. E non contristate lo Spirito Santo di Dio, col quale siete stati sigillati per il giorno della redenzione. Si è rimossa da voi ogni amarezza, ira, cruzzo, tumulto e maldicenza con ogni malizia. Hier spricht Paulus etwas an über unsere Heilsgewissheit. Und betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt worden seid zu dem Tag der Erlösung. E Paolo qui ci riferisce e ci dice: a noi stessi non contristate lo Spirito Santo di Dio, con quale siete stati vigilati per il giorno della redenzione. Betriebt ihn nicht. Non lo contristate. Und dann fängt er an. E poi inizia. Betriebt ihn nicht mit Bitterkeit. Non con l'amarezza. Hier fängt es an, ein Rad sich zu drehen. Inizia qui a girarsi una ruota. Und jetzt kommen die anderen Räder dazu. Adesso vengono tutti le gomme insieme. Wut, Zorn, Geschrei, Lästerung, Ira, Cruce, Tumulto, Maldicenza und Boshaftigkeit. E malizia. Der Ursprung ist die Bitterkeit. Ma l'inizio è l'amarezza. Die Bitterkeit macht dich wütend. L'amarezza ti rende. Du flippst aus. Incominci a gridare, a arrabbiarti. Die macht dich so ärgerlich. Ti rende così non umano, diciamo. E poi c'è un pensiero che ti dice pensieri che sono
maldicenti. Auf einmal denkst du als Christ, tutto un tratto come cristiano pensi, was du niemals denken sollst, che non devi pensare mai. All das, tutto ciò, hat Auswirkungen auf Mittag. Ha una conseguenza che è l'amarezza. Vers 32. In 32 dice, seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergibt einander so, wie Christus euch vergeben hat. Siete invece benigni e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonato in Cristo. Das ist una chiamata von meinen leiblichen Geschwistern. Dei miei fratelli, dei miei cari fratelli. Und sie sagten, mia madre, Mutter liegt am Sterben. Mia mamma sta per morire. Und ihr Wunsch ist es, mich nochmal zu sehen. Perché quello che si desidera lei è vedermi un'altra volta. Wäre ich kein Christ, se io non ero cristiano, wäre ich niemals in Gefahr. Non sarei mai andato lì. Niemals. Mai. Weil ich bitter gewesen wäre. Perché ero, sarei stato molto amato. Aber meine Frau und ich, ma mia moglie ed io, sind in Gefahr. Siamo andati lì. Und mein Herz war so frei. Il mio cuore era così libero. Ich war ja nicht nachtragend. E non pensavo niente, niente. Weil Jesus meine Bitterkeit aufgenommen hat. Perché il Signore mi ha liberato di questa amarezza. Versteht ihr? Capite? Und ich als Christ, io come cristiano, wenn Gott dienen möchte, se io voglio servire Dio, kann mir nicht erlauben, dass ich bitter bin. Non posso rendere spazio che io divento amato. Natürlich passiert das mal, dass du über einen Menschen schlecht denkst. Certo, magari tu pensi una cosa magari non buona. Aber lass keine Wurzel zu. Ma lascia che questa radice non cresca. Es muss nach 2-3 Tagen erledigt sein. Dopo 2-3 giorni deve essere lì spazzata via. Sonst entsteht eine Wurzel. Perché poi c'è una radice. Und die bekommst du nur noch schwer aus. E la togli molto difficile. Aber Jesus ist gütig. Ma Gesù è misericordioso. Und ich weiß nicht, ob du heute Nachmittag. Oggi, questo pomeriggio, non so se tu sei toccato da questo tema. Vielleicht findest du dich gerade in eine Position, forse tu ti trovi in una posizione, wo du bitter gegen deinen Mann bist, dove tu magari sei amaro verso tuo marito, wo du bitter gegen deine Frau bist, o amaro verso tua moglie, oder wo du bitter bist sogar gegen deinen eigenen Kindern, o magari verso tue care figlie. Ich weiß nicht, mit was der Feind dein Herz bitter gemacht hat. Io non so con cosa il diavolo ti ha messo per essere. Wisst ihr, was schlimm ist? La cosa brutta, sapete, wenn du bitter bist, quando sei amaro, gegen jemanden, contro qualcuno, dann legst du dich mit den Gedanken schlafen, allora tu vai a letto con i pensieri, und morgen stehst du auf mit den gleichen Gedanken. E ti alzi di nuovo con lo stesso pensiero. Diese Bitterkeit kann dein ganzes Gedankengebäude umkreisen. Questa amarezza ti può prendere tutto lo spazio che c'è nella tua mente. Lass uns wieder zurückgehen. Andiamo di nuovo indietro. An den Ort Mara. Al posto di Mara. Vers 25. Verso 25. Da schrie er zum Herrn, also Mose, und der Herr zeigte ihm ein Stock, ein Holz, das warf er ins Wasser und das Wasser wurde Sieß. Dort legte der Herr Ordnung und Recht fest und dort kriegte er es. Così egli gridò l'Eterno, all'Eterno, e l'Eterno gli mostrò un legno. Egli lo gettò nell'acqua e le acque divennero dolci. L'Eterno diede al popolo una legge e il decreto e lo mise alla prova. Er nahm ein Stück Holz, ha preso questo legno, mist es in das Wasser, l'ha buttato nell'acqua, und das Wasser wurde süß. E l'acqua divennero dolci. Fällt euch hier irgendwas auf oder merkt ihr irgendwas? Ve ne accorgete di qualche cosa qui? Was ist hier im Spiel? Cos'è qui in gioco? Di che cosa si parla? Was hat er denn in Wasser geschmissen? Che cosa ha buttato nell'acqua? Was? Ein Holz. Un pezzo di legno. Und was symbolisiert das? E cosa simbolizza? Heute steht auch da. Oggi c'è pure lì dietro. Was symbolisiert das Holz? Cosa simbolizza? Wisst ihr, was wir heute mit der Bitterkeit machen können?
Sapete quello che possiamo fare con questa amarezza oggi? Wir können es heute abladen. Noi lo possiamo mettere lì. Wir können es heute unter das Kreuz von Golgatha bringen. Noi lo possiamo portare sul Golgatha. Und bitte euch, liebe Geschwister. E io vi prego a voi, cari fratelli. Geht hier nicht raus mit Bitterkeit. Non andate fuori con amarezza. Geh nicht raus. Non andare fuori. Jetzt kommt was ganz Besonderes. Jetzt steht qualche cosa di molto particolare. Dies ist. Se una persona è dolce, mit dem ist man gerne zusammen, oder? E molto stiamo volentieri con lui. Oder wenn man ein kleines Kind auf dem Arm nimmt. Ma se abbiamo una magari un bambino, guardate che bello. Das Kreuz kann uns dies machen. La croce ci può rendere dolci. Das Kreuz kann uns so dies machen, dass alle Menschen, die nicht gläubig sind, von uns trinken können. Che persone che magari non credono possono bere da noi. Gott hat das Wasser nicht nur als Wasser gemacht. L'acqua il Signore non l'ha reso soltanto acqua. Wahrscheinlich hat es geschmeckt vielleicht wie Limonade oder Cola. Perché magari poteva essere come denn es war süß. Ma è perché era dolce. Und das will Jesus heute in deinem Leben tun. Questo il Signore oggi lo vuole nella tua vita fare, dolce. Lassi doch machen was sie wollen. Lascia che possano fare tutto quello che tu vuoi. Musst vor Gott stehen. Tu devi stare in mezzo o vicino al Signore. Tu verantwortlich dich für dein Leben. Tu sei reso dinanzi al Signore. Wir dürfen nicht das Adam und Eva Syndrom haben. Noi non dobbiamo avere questo sindrome di Adamo ed Eva. Die Frau, die du mir gegeben hast, war schuld. No, la donna che tu l'ha dato. No, il serpente è stato colpevole. Das ist eine falsche Einstellung. Questo è un modo di vedere sbagliato. Der Herr hat für uns bezahlt. Il Signore Gesù ha pagato per noi. Amen. Amen. Und wir als Christen, e noi come cristiani, sollten uns das nicht leisten. Noi non ci possiamo permettere in unserem Herzen bitte, di essere nel nostro cuore amare. Und jetzt bitte passt auf, was Gott in Verbindung bringt. E guardate attentamente cosa il Signore porta in atto. Vers 26. Nel verso 26. Und er sprach, wenn du willig auf die Stimme des Herrn deines Gottes hörst und tust, was in seinen Augen recht ist, seine Gebote gehorcht und all seine Ordnung hältst, dann werde ich dir keine Krankheit auflegen, die ich den Ägyptern aufgelegt habe, denn ich bin der Herr, der dich heilt. E disse, se tu ascolti attentamente la voce del Signore, il tuo Dio, e fai ciò che è giusto negli occhi suoi, e porgi orecchio ai suoi comandamenti, e osservi tutte le sue leggi, io ti manderò addosso nessuna delle malattie che ho mandato addosso agli egiziani, perché io sono l'Eterno che ti guarisco. Andrei a sagen, ich bin der Herr, dein io sono il tuo Dio, il tuo dottore. Das ist das erste Mal, questa è la prima volta, wo Gott sich darauf einlässt. Dove il Signore si butta così. Das ist das erste Mal, wo Gott sagt, ich bin dein Arzt. Dove il Signore dice, io sono il tuo. Und mit was bringt er es in Verbindung? Con che cosa lo è uguale? Mit Bitterkeit. Con amarezza. Mit Bitterkeit. Con amarezza. Wenn wir bitter werden in unserem Herzen, dass wir normal in unserem Körper, dann hat der Teufel freie Bahn, allein der wohl etwas Porte Porte, uns in Gefängnisse zu stecken, da ist gefällt, die Portage a Pellegrini, a la Prigione, und dass wir durch die Bitterkeit krank werden. Ecce possiamo venire molto malato. Komm gleich zum Schluss, arrivo alla fine. Überspringe. Bitterkeit zu überwinden, la amarezza, per vincere questa amarezza, bedeutet loszulassen, significa lasciare. Herr, vergib mir, dass ich bitter geworden bin. Signore, perdonami che sono diventato molto male. Aber ich möchte die Bitterkeit nicht mehr hier rausholen, ma io questa amarezza non la voglio prendere più, sondern ich lasse sie unter dem Kreuz von Golgatha. Io la metto dinanzi alla croce del Golgatha. Diese Möglichkeit haben wir. Questa possibilità l'abbiamo. Ich schließe jetzt mit einem Vers. Adesso vado in un verso in Lukas 6. In Luca 6. Vers 37. Verso 37.
richtet nicht und ihr werdet nicht gerichtet. Und verurteilt nicht und ihr werdet nicht verurteilt. Da haben wir doch Christen große Schwierigkeiten mit, oder? Wir sind eigentlich Spezialisten auf Verurteilungen. Lass los und ihr werdet losgelassen werden. Non giudicate, non sarete giudicati. Non condannate, non sarete condannati. Perdonate e vi sarà perdonato. Lass los, lascia, und ihr werdet losgelassen werden. E voi sarete lasciati. Hier spielt es keine Rolle, wer Schuld hat. Qui non si tratta di chi ha colpa. Wir sind alle schuldig vor Gott, oder? Tutti siamo colpevoli davanti a Dio, no? Wer sind wir? Chi che siamo noi? Dass wir uns besser fühlen, vielleicht, oder korrekter fühlen wie Gott? Che noi magari pensiamo di essere più corretti di Dio. Lass los und du wirst losgelassen werden. Lascia e così sarai tu liberato. Wenn wir nicht loslassen können, se noi non possiamo lasciare, sind wir selber gebunden, obwohl wir in Recht sind. Magari che siamo pure ora nel giusto, ma siamo legati. Ich habe einen Eindruck, io ho un pensiero, wir sind Frauen drin, qui ci sono donne, bitte gegen ihre Männer sind, che sono amare verso suo marito. Ich weiß das. Io lo so. Weil der Heilige Geist mir das gerade sagt. Perché lo Spirito Santo mi vuole mostrare. Tu bist nicht alleine. Tu non sei solo. Wie geht man jetzt damit um? Com'è che adesso pensiamo di fare? Wie geht man jetzt damit um? Come ist der erste Schritt? Qual è il primo passo da fare? Der erste Schritt ist das Kreuz. Il primo passo è la croce. Vater, wenn es möglich ist, dann lass den Kelch an mir vorbei. Allora, Padre, se veramente possibile, lascia che questo calice se ne vada a me. Come che si sentiva Gesù? Ma perché lui ti ama? Non la mia, ma la tua volontà. Probiere nicht dein Mann zu verändern. Non cercare di cambiare il tuo marito. Du wirst es nicht schaffen. Tu non ce la farai. Du wirst noch bitter, noch bitterer. Ancora di più amaro diventerai. Heute, oggi, müssen wir beginnen. Dobbiamo iniziare. Loszulassen. Di lasciare. Ich weiß, wie schwer das sein kann. Io so, come può essere difficile. Di lasciare, wo man bitter ist, loszulassen. Di lasciare, quando sei amare, lo so che è difficile. Und vor allem, wenn man in Recht ist. Quando sei magari nel giusto. Aber soll ich euch was Ewiges sagen? Ma io posso dire una cosa leggera. Wir haben keine Rechte. Noi non ci abbiamo. Perché il Signore nostro è la giustizia. Ora cosa facciamo? Cosa facciamo? Cosa c'è nel nostro cuore? Mettesi tu. Vuoi tu? Heute, oggi, vergeben. Perdonare. Möchtest du heute loslassen? Vuoi lasciare oggi? Möchtest du auch loslassen, dass du vielleicht in Gott verbittert bist? Che magari sei verso Dio, weil Gott deine Träume nicht erfüllt. Perché magari il Signore non riempie i tuoi desideri, non come eine Vorstellung. Magari di quello che tu ripensi. Visto, ich war vor 2 oder 3 Jahren war ich in Hollywood. Due o 3 anni fa ero io a Hollywood. Und viele Frauen, molte donne, auch Männer, meinen, das Leben ist manchmal so wie in Hollywood. Magari si pensano che la vita è come in Hollywood. Wo man 2 Stunden einen Film sieht, dove 2 ore uno si ascolta un film, und das Leben ist perfekt. E la vita è perfetta. Aber in der Realität gibt es das nicht. Ma in realtà è tutto diverso, non c'è. Die meisten Schauspieler haben 6, 7 Ehen. Perché la maggior parte di tutti coloro che sono in Proben abbiamo marito o moglie, sono dipendenti dell'alcol. Und sterben vorzeitig. Che muoiono prima di tutto il tempo. Questo è Hollywood.
wir unser Leben hier auf Erden. Qui invece noi in questo mondo. Wir müssen bewusst sein. Noi dobbiamo essere consapevoli. Wir leben an einem Ort. Noi viviamo in un luogo. Wo der Teufel versucht zu beherrschen. Dove il diavolo cerca di. Und darum macht, darum versucht er unser Leben schwer zu machen. Per questo lui ci vuole rendere la nostra vita molto difficile. Darum müssen wir eng bei Gott sein. E per questo motivo dobbiamo essere vicino al Signore. Anche Gott. Allora il Dio stesso combatterà per te. Aber deine Aufgabe ist es, ma il tuo compito è oggi zu dem Kreuz von Golgatha zu kommen. Arrivare alla croce del Golgatha. Damit die Bitterkeit abzugeben. Di dare tutta la tua amarezza. Muss aber vom Herzen. Ma deve derivare quindi dal cuore. Wenn du es heute ablegst, se oggi tu lo dai, und nach zwei Stunden wieder nimmst, e dopo due ore te lo riprendi di nuovo, allora è stato inutile. Gib es heute ab, allora dallo oggi al Signore, und bete, che prega, dass du es nicht mehr zurückgibst, che tu non devi prenderlo di nuovo. Ich glaube, wenn wir das vor Ort bringen, wenn wir questo lo portiamo dinanzi al Signore, dann kann es eine Basis sein. Allora sarà una base fisica, dove la guarigione può prendere sopravvento. Allora così possiamo alzarci. Padre, ich komme mit dieser Gemeinde und mit dieser Gäste heute zu dir. Auch wenn der Teufel es geschafft hat, pure che magari il diavolo ce l'ha fatto, dass wir unsere Augen auf Mara gerichtet haben, il nostro cuore, il nostro occhio sono indirizzati verso Mara. So ist dein Holz heute hier. Allora il tuo legno è qui su di te. Und ich bete jetzt für eine Ernsthaftigkeit. Ich prego per la serietà. Und ich bete, dass du heute diesen Tag zum Segen setzt. E questo giorno che lo porti come giorno tuo. Da wo tiefe Verletzungen sind, dove ci sono molte ferite, da wo Schmerz und Leid ist, dove ci sono dolore, wo große Enttäuschungen sind, dove ci sono molte cose che non vanno bene. Herr, ich bete heute vor allem. Per questo prego per guarigione. Herr, wir wollen dein Kreuz nicht billig machen. Oggi non volevo rendere la croce così senza soldi, senza guadagno. Ich möchte nochmal diesen Vers erwähnen. Questo verso lo voglio di nuovo indirizzare. Lass los, dass du gelöst wirst, dass du gelöst wirst. Allora lascia finché tu sarai lasciato. Lass los, dass du gelöst wirst. Lascia finché tu puoi essere liberato. Ich möchte jetzt den Altar öffnen. Oggi voglio mettere in atto questo altare. Wer heute sagen möchte zum Herrn, che io vorrei dire al Signore, ich lege meine Bitterkeit unter dein Kreuz. Metto tutta la mia amarezza al verso la croce. Und will als süße Person hier rausgehen. E voglio uscire come persona dolce. Dann komm jetzt. Allora, vieni. Dann komm jetzt. Bitte, allora, jetzt komm schnell. Denke nicht drüber nach. Komm einfach ganz schnell vor den Thron Gottes, dass du die Bitterkeit abbiegst. Non pensare proprio direttamente, velocemente, vieni avanti. Perché possiamo pregare per questa parete. Come allora viene direttamente. Prego io pone per un altro altare. Così di più davanti, vicino all'altare. Alleluia, portami tutto. Alleluia, Jesus. Alleluia, kannst du uns ein bisschen mit der Gitarre begleiten? Ja? Vater, ich komme her. Mit diesen Menschen vor deinen Thron. Oggi vengo qui vicino al tuo trono. Mit dieser Wahrhaftigkeit. Con questa serietà. Gott, und ich bete, io prego, dass die Kraft deines Heiligen Geistes hier ist. Che la potenza del tuo Spirito Santo qui. Herr, du siehst die Herzen, die jetzt hier vorne stehen. Tu vedi i cuori che sono qui vicino a noi. Sie sind ehrlich zu dir. Sono sinceri dinanzi a te, Signore. Sie sind ehrlich zu dir. Sinceri verso te. Ich möchte das Team auch bitten um Gebet, wo ihr hingehen sollt. Il team che può pregare. Auch Pastor Oskar bitte ich, dass er mitbetet. Auch wenn wir pregare, il pastore può pure pregare. Wir wollen heute unsere Herzen vor Gott bringen. Oggi noi vogliamo portare. Bitte schließt eure Augen jetzt gerade in diesem Moment. In questo istante chiudete i vostri occhi. Und lasst uns gemeinsam jetzt was sagen. Diciamo qualche cosa insieme. Herr Jesus Christus. Gesù Cristo. Ich stehe jetzt unter dein Kreuz von Golgatha. Sono qui sotto la croce al Golgatha.
und ich bitte dich um Vergebung. Ti prego di perdono. Für all meine Bitterkeit. Per tutte le mie amarezze. Und ich bitte dich um Vergebung. Ti prego per perdono. Dass ich so viel Raum gegeben habe. Ti ho lasciato tanto questi spazi. Weil ich enttäuscht und verletzt bin. Perché sono stato veramente deluso. Aber ich habe heute was verstanden. Ma oggi ho capito una cosa. Ich habe kein Recht. Io non so nessuna. Perché Gesù è giusto. Herr, ich lasse diese Menschen jetzt los. Io lascio queste persone oggi. Die mir Risse in mein Herzen gelegen haben. Hanno portato Risse nel mio cuore. Ich lasse los. Io li lascio. Damit ich losgelassen werde. Affinché ti vengo pure io lasciato. Jesus, ich stehe vor deinem Gnadenthron. Ich sono qui alla grazia. Ich bitte dich jetzt. Ti prego. Bringe mich mit deinem Heiligen Geist neu an. Nuovamente col tuo Spirito Santo. Gerade jetzt. Adesso. Komm, Heiliger Geist. Vieni, Spirito Santo. Komm, Heiliger Geist. Vieni, Spirito Santo. Berühre gerade jetzt. Tocca adesso in questo Spirito. Dein Herz. Il mio cuore. Und heile mich. An Leib, al corpo, an Seele, nell'anima und an Geist. E nello spirito. Jesus, ich möchte ganz neu mein Herz dir öffnen. Voglio innestare nuovamente il mio cuore a te. Salve mich. Ungimi, ungimi, Signore. Dass ich siehst werde, affinché divengo dolce in meinem Umfeld. Vicino a me, tutti quelli che mi hassen. Non voglio, möchte nicht mehr verurteilen. Non voglio condannare. Ich möchte vor dir stehen. Man wollte frei dir und sagte, als ein Gefäß komme und warte, dass du heute erneuerst. Geht du heute noch neu. Wir werden jetzt für euch beten. Ich übergebe das jetzt Pastor Oskar. Adesso io al Pastor Oskar. Er ist weiterführt oder er kann tun, wie er es richtig findet. Vede lui come vedere la cosa. Bitte bleibt noch vor dem Altar. Wir werden schnell beten für euch. E noi pregheremo adesso per voi. Amen. Amen. Ich habe so auf meinem Herzen noch, dass wir noch für Heilung beten, körperliche Heilung. Ja, ist das in Ordnung? Wir danken, dass uns Gott heute vergeben hat. Und dass der Geist Gottes nur kommt, ganz kurz, und fließt, okay? Liebe di te, liebe dich zu den schwachen Händen, ist die Liebe selbst, liebe dich hart, liebe dich blank, liebe dich uns von Angst befreit. Ist die Liebe selbst. Was ist der Grund für diesen Gott? Uns zu versorgen, alles Zeit, uns Trost zu geben in der Not. Was ist der Grund? Was ist der Grund für diesen Gott, sich an die Menschen zu erfreuen? So alle Zeiten liebt er uns. Was ist der Grund? Seine Motivation ist Liebe, denn der Ursprung der Liebe ist er selbst. Liebe, die gibt, Liebe, die trägt, Liebe, die zu den Schwachen hält. Ist die Liebe selbst. Liebe, die bleibt, Liebe, die hat,
Liebe, die uns von Angst befreit. Er ist die Liebe selbst. Die Liebe, die die Welt verändert, lebt auch in uns, die Liebe. Denn die Hass beendet, lebt auch in uns die Liebe, die die Welt verändert, lebt auch in uns die Liebe, die die Mensch verändert, lebt auch in uns. Liebe, die trägt, Liebe, die zu den Schwachen hält. Er ist die Liebe selbst, Liebe, die heilt, Liebe, die bleibt, Liebe, die uns von Angst befreit. Es ist die Liebe selbst. Danke, 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 Jesus. Heute wirklich froh über euch. Gott ist auch stolz über euch, dass keiner sich geschämt hat, dass jeder dieses Paket loshaben möchte, dass keiner es im Verborgenen gehalten hat. Weil ich glaube, die Zeit des Spielens ist vorbei. Wir brauchen heile Herzen, heile Seelen. Der Herr braucht eine geheilte Armee, eine geheilte Braut, wo nichts mehr im Finsternis, damit wir im Licht wandeln können, ohne Angst, ohne Furcht, unser ganzes Leben. Amen. Und der Herr ist mächtig, ja, mächtig stolz. All die gesagt haben, ich will, ich möchte nie mehr haben, ich möchte süß sein, ich möchte nicht mehr verbittert sein. Und ich habe vorhin gerade gebetet und dann kam vom Heiligen Geist auch die Bitterkeit gegenüber Gott selbst. Und ich habe in meinem Herzen gespürt, wie Gott heute in jemand diese Bitterkeit zerstört hat. Diese Bitterkeit gegenüber Gott selbst. Wie Gott das zulassen konnte in ihrem Leben, dass das passiert ist, was passiert ist. Und dass diese Anklage, diese Bitterkeit gegenüber Gott auch zerstört ist. Und der Mensch in Freiheit konnte. Amen. Halleluja. Lass uns aufstehen und unserem Jesus danken. Jesus ist real, Jesus ist einfach, ja, unbeschreiblich. Er ist einfach super, er ist schön. Er ist jemand, der uns gut tut, der uns wohl tut, der in unsere Seele hineinkommt und der genau weiß, was uns bindet. Du kannst Menschen etwas vormachen, aber nicht Gott. Die Bitterkeit muss weg. Wir sollen süß sein wie Honig. Die Welt hat genug Bitterkeit, da braucht sie nicht uns auch noch. Sie braucht den Honig, sie braucht die Süße, die Gott hat. Und sie muss einfach, wenn wir da sind, muss sie diese Süße spüren, kosten und sagen, ja, da ist etwas, das gibt es nur bei Gott. Amen.